sieht ja schon mal sehr danach aus, dass hier absolut alles ein Backup gegangen ist. Sozusagen die Bunkeranlage von dem Fort Hagen. Oh. Hightech zu mitnehmen, Hightech zu mitnehmen. Hätte nie gedacht, dass du mal an meine Tür klopfst. Hab dir 50-50 gegeben, es nach Diamond City zu schaffen. Dachte, das Commonwealth würde dir dann den Rest geben. Falsch gedacht, Junge, falsch gedacht. Aber im Ernst, er hat doch die Spur extra gelegt, damit ich ihn hier finde. Kann mir nicht einer erzählen. Das ist nicht ge. Ist da jemand anwesend? Ja, da ist jemand anwesend. Offenbar ist der Versuch, sich zu. Oh. Werden wir verfolgt? Nein, Kate. Jemand steht vor uns. Hab ich dich wieder. Shit, hat nicht gereicht. Komm, eine Aufladung muss reichen, okay? Läuft. Oh, da ist noch jemand. Shit. Du weißt, wie man ein Mädchen verwöhnt. Ja, wenn du meinst. So. Besten gar nicht mehr lange aufhalten. Kellogg wartet. Verhält mich schon. Wenn er schon Zeit hat, mich zu verhöhnen, dann wollen wir nicht warten lassen. Pust man einfach direkt ganz dezent über den Haufen. Oder ist hier noch irgendwas? Bis warte. Können wir gleich gucken. Kellogg wartet. Oh, warte mal. Vielleicht wartet er auch in der da verschlossenen Tür, wo ich nicht durchkomme. Na, okay, da muss ich vielleicht einen anderen Weg erst finden. Hier, die Tür geht auch nicht auf. Na toll. Ach, Müll. Gut, du bist angepisst, verstanden. Aber was willst du hier denn erreichen? Das wird überhaupt nichts bringen. Doch. Dich abzumurksen reicht, glaube ich. Ja. Okay, was haben wir hier Schönes drin? Oh, ein Safe mit Geld drin. Haarklammern und das kann ich überhaupt nicht lesen. Torso, Lederharnisch. Lederbein. Die nehme ich noch mit. Blutpaket, alles zum Heilen für mich. Gut, gut, gut. Ist hier sonst irgendwas bei, was ich vielleicht haben möchte? Zweifelsfall ja. Ey, komm, einmal. Werde ich nicht. Ich werde dich mitnehmen. Und daraus was Geschicktes. Oh, Brennstoff. Brennstoff. Brennstoff, ein Flammenwerfer vielleicht. Bergbauhelm. Ich habe meinen immer noch nicht aufgesetzt. Aber mal ernst, hier will ich auch nicht unbedingt mit einer Lampe Leuten ins Gesicht blenden. Noch mehr. Klimbim zum Mitnehmen. Ich wollte gerade sagen, der Schatten hat sich schon gerade bewegt, wollte ich noch gerade sagen. Aber dann ging es schon los. Ups. Weg. So schön. Kate, hör auf mich bitte zu schießen. Oder ist. Oh, jetzt reicht's. Komm, Leute, fress den Shit hier. Über mir. Ach, das hast du die ganze Zeit beschossen. Das war nicht besonders glorreich. Oh, ich hab's schon mal abgefackelt. Lass nicht zurück, was hilfreich sein könnte. Ach, jetzt auf einmal soll ich alles aufsammeln. Du bist ja auch sehr witzig. Oh, das. Natürlich finde ich wieder ein Klo. Natürlich finde ich wieder ein Klo. Okay, okay, okay. Das ist nichts weiter drin. Nein, lass das mal hier. Lass mal alles hier. So, hätte hat die. Hat das Bömmchenschmeiß noch eben gerade sehr viel gebracht. So. Hier kann ich nicht sehen. Oh, hier sind Tür dazwischen. Gut, wieder eine von den Kampftürmen eliminiert. Danke für die Energiezellen hier. Kate, lass mich bitte durch. Ist hier noch so ein Ding? Nein, schade. Eine große Batterie. Erstmal ein bisschen hier. Ah, Fusionszellen, hätte ich fast gesagt. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Hier, die Waffe tut sich sehr. Oh. Wieso schließen die Leute immer alle Sachen her? Warum müssen die immer alles abschließen? Cool. Cool, naja. Ich nehme es auf jeden Fall erstmal alles mit. Kate gefällt das jedes Mal, wenn ich schon mal was aufschließe. Das ist auf lange Sicht gesehen definitiv. Und Ölkanister.
Ist auf lange Sicht gesehen definitiv gut. Ist immer gut. Lass mal, was man tut, den Leuten gefällt, die man bei sich hat. War hier nicht ein... Da. Jetzt haben wir hier nicht ein... Hey, er hat gerade geschafft rauszukommen. Warte mal. Sekunde. Ganz kurz. Kann ich da irgendwie rein? Schauen wir von anderen Seiten nur. Okay. Da muss ich ein bisschen weiterlaufen. Okay, du bist schon reinmarschiert wieder. Lass mich an, du wolltest wieder hinsetzen, oder? Bestimmt wolltest du nur wieder hinsetzen. Wenn da die Küche ist, ist hier irgendwas Wichtiges. Oh, da wuchert und leuchtet vor allem Nougat-Cola vor sich hin. Das muss auf jeden Fall mitgenommen werden. Und kurz hier noch gucken. Oh, guck mal. Verdammt nochmal, ja. Du hältst 25% Bonus bei kritischen Treffer-Energiewaffen. Ja, ausgezeichnet, sag ich nur. Jetzt, ich wollte eigentlich das Licht anlassen. So, das nehmen wir noch mit. Hallo? Sprengstoffe stand da drauf. Oh, bitte lass da Minen drin sein oder sowas. Wie schön. Die haben Molotow-Cocktail und Splittergranaten in der Küche, in dem Raum hier drinnen gehabt. Auch nicht schlecht. Tja, beim Militär muss man eben auf alles vorbereitet sein, wie es aussieht. Meine Fresse. Noch was drin? Ich kann den ganzen Tag. Hast dich, du Bastard! Yeah, Zerfall zu Asche, Kollege. Okay, da ist doch gar nichts bei dir, richtig. Ich hätte vielleicht nachladen sollen. Erst aber. Das war jetzt nicht besonders viel Schaden. Aber richtig voller Kanne. Wehgetan. Oh, sehr effizient, muss man sagen, sehr effizient. Für jeden Cent, den ich erschieße, kriege ich mehr Munition rein, als ich brauche, um abzumurksen. Ausgezeichnet, sage ich nur. Und hier raus kamen die gerade? Nee, oder? Kann nicht sein. Ich meine, ich kriege jetzt Heilung hier und Antirad und so ein Kram. Ich meine, das nehme ich gerne an mich, aber das kann ja sein, dass die hier rausgekommen sind eben gerade, oder? Ah, hier Gang runter bestimmt. Oh, wait, da geht's noch weiter runter. Oh, ja. Oh, wait a second. Da gibt's zwei Wege? Das macht er dieser... Vorsicht. Oh! Nougat-Cola Quantum. Oh! Passwort für Waffenkammer von vorher... Okay! Vielleicht auf Weg nach draußen kann ich jetzt trotzdem was benutzen hier, weil ich das Passwort gefunden habe. Ausgezeichnet, würde ich mal sagen. Oder ich finde gleich erst noch die Waffenkammer. Eins von beiden. Und dann habe ich wenigstens das Passwort direkt in der Hand. So muss es doch. Bewegung entdeckt. Die Handlung aus dem Hinterhalt ist gescheitert. Und jetzt müssen sie sterben. Ich kann dir deine gottverdammte Batterie raus. Ja, okay, Kate, mach es ruhig. Der ist hinüber. Ich könnte mal maximal aufladen. Oh, shit. Oder vielleicht auch nicht. Ach, also das war ja leicht. Bitte stopp. Du hast Mumm und bist entschlossen. Und das bewundere ich. Aber du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr du dich hier übernimmst. Ich muss zugehen, solange es am Ende etwas Action gibt. Hoppala. Das war jetzt nicht geplant gerade, aber was soll's. Puh. Habe ich mich aber ein bisschen sehr verdrückt gerade. So, Vorsicht. Heilung nehme ich sofort dankend an mich. So, bald. Ich bin fast geneigt, sogar das Licht sogar lieber anzulassen, damit ich irgendwelche Fallen theoretisch vorher sehen kann. Ich meine, ob die Gegner mich hier sehen, glaube ich. Noch ist es nicht zu spät. Hör auf und geh. Du hast diese Option. Das können nicht viele von sich behaupten. Ja, die Option ist weitergehen und dich abzumurksen. Die Option habe ich auf jeden Fall und die nehme ich einfach mal an mich, wie es sich gehört. Machen wir mal so. Besser. So. Ist das die Waffenkammer vielleicht? Das ist die Waffenkammer. Sesam, öffne dich oder so ähnlich.
Hahaha. Das ist alles mir, alles mir. Und natürlich ist alles noch verschlossen hinter einer extrem hohen Sicherheitstür. Ja, nein, wir verschließen extra alles. Geschafft. Wegen Tabentin und ein bisschen. Du bist ziemlich geschickt mit einer Haarklammer. Ja, bin ich. Und natürlich Einsteigerschlösser nur. Ich meine, ich bin froh darüber, sonst wäre ich wahnsinnig. Oh. Gut, dass ich so viele Haarklammer gerade gefunden habe. Läuft. Cool. Okay, jetzt. Oh. 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 Das Ding darf ich hier drin, glaube ich, nicht benutzen, oder? Ich nehme es auf jeden Fall mit. Laserpistole. Normale Pistole. Oh, Waffenkammer, sage ich nur. Ein Fat Man. Ist irgendwas anderes noch hier? Okay, die haben einen riesengroßen. Das ist kein Raketenwerfer mehr, das ist ein Mini-Nuke-Werfer. Aber ich meine, ich finde das schön, dass ich ihn jetzt gefunden habe. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn benutzen darf. Ich meine, dürfen schon, aber ich meine, ich bringe mich wahrscheinlich selber damit um sofort. Kate? Kannst du das Ding vielleicht benutzen? Vielleicht? Wait, hier war ich noch überhaupt nicht, oder? Kate, wo bist du überhaupt? Kate? Ah. Das macht keinen Scheiß. Ich brauche jemanden, der mir das Gerät hier abnimmt. Die war doch eben noch da, oder nicht? Da bist du ja schon. Quasi. Hey, hm? Hast du was Schönes für mich? Ich wäre fast geneigt zu gehen. geneigt zu sagen, ja, hier hast du den Fat Man. Aber nein, 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 du kriegst da andere Klamotten von mir. Hier dieses, die Laserpistole automatisch. Ja, kriegst du auf jeden Fall. Schlagstock weg damit. Ich möchte gerne diesen Fat Man behalten. Ich weiß zwar nicht, ob ich ihn benutzen werde, aber vielleicht schon. Aber, ne? Immer noch 7 Kilo. Oh, noch eben 7 Kilo zu schwer. Dann gebe ich dir noch Rüstung in die Hand. Oh ja, Rüstung habe ich jede Menge rumliegen. Nimmst die alle mal? Nimmst die noch? Kate kann nicht mehr tragen. Shit! Dann muss ich was fallen lassen. Das gefällt mir jetzt nicht. Okay. Dann komm hier. Ich lass einfach den Crap hier fahren, den ich gerade habe. Die ganzen Rüstungsteile, wo ich mir denke, dann die brauche ich nicht. Die schlechtesten, als die ich anhab. Oh, und schon geht's. Ausgezeichnet. So muss es sein. Auf geht's, Kate. Ich habe einen Fat Man, den ich tragen kann und benutzen kann, wahrscheinlich. Und den werde ich auch benutzen, wahrscheinlich, danach. Einfach mal nur zum Gucken, was... Oh. Perfekt. Oh. Besser schleichen können. Oh, nice, nice, nice. Noch besser schleichen können. Will ich jetzt irgendwas hier... Also ist die Tür irgendwie... Nein, ist einfach so. Oh. Ah, warum ist hier überall alles verschlossen? Komm, ich meine, wir sind im Bunker. Ich meine, ja. Muss halt alles sein. Muss halt wirklich sein. Wenn alles so verschlossen ist. Ich meine, sicherheitsmäßig und so. Ja, ja, ist klar. Aber ich meine, trotzdem, man kann es übertreiben mit den ganzen Sicherheitsgeschichten hier. So. Oh, wait. Ich dachte, da wäre jetzt gerade irgendwas drunter. Nein, das ist ein Teil vom Bett nur. Das ist alles ein Teil vom Bett nur. Dann brauche ich dich Terminal auch mal gerade nicht. Ist mir ziemlich egal, was du hier freischaltest gerade irgendwie, ganz ehrlich gesagt. Wow, wow. Hörst du das? Ja, ich höre das. Ich sehe es sogar. Da drüben. Auf sie. Ja. Genau, Kate. Da drüben. Ja. Mhm. Okay, okay. Jetzt haben wir soweit alles geschafft. Alles erledigt. Kurze Tür noch hier. Checken. Oh, oh, oh. Ich dachte, jetzt läge hier noch irgendwas Wichtiges drauf, sowas wie noch ein weiterer Comic oder sowas, der irgendwie alles besser macht. Mhm. Oh, was war das? Ach, schmutziger. Ich dachte, irgendwas Schutz, irgendwas. Oh ja, super. Jetzt habe ich den Teil gefunden, wo scheinbar Leute sauber machen alles. Kronkork in der Waschmaschine, natürlich. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, genug. Okay, jetzt können wir... Warte mal. Also, für einen kurzen Moment sah es so aus. Für einen kurzen Moment sah es so aus, ob dort ein extra noch ein Safe in der Ecke wäre oder sowas. Nein, 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 haben wir auch nicht. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen. Weiter? Fragezeichen. Hab ich die Tür aufgemacht? Da ist eine Kamera.
erste Kamera, 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 Kamera. Danke. Gut, du hast es geschafft. Du findest mich geradeaus. Meine Sins tun dir nichts. Reden wir. Oh, wir werden sowas uns von unterhalten. Das kann ich jetzt schon versprechen, Junge. Wir werden uns unterhalten, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Das wird die interessanteste und spannendste Unterhaltung aller Zeiten. Mensch, das wird absolut glorreich, die Unterhaltung. Kann ich jetzt schon versprechen. Das ist irgendwie sehr Hightech, das Ganze, fällt mir gerade mal ein. Das ist wirklich sehr Hightech. Geschafft. So, Fusionszellen noch ein paar, ausgezeichnet. Und Batterien in dem Bett liegen, warum auch nicht? So, ich würde sagen, ich habe dir alles abgenommen, was du hier rumliegen hattest. Und, da waren noch zwei Ordner. Gott, ich glaube, jetzt habe ich alles von dir geklaut, was ich kriegen konnte gerade. Irgendwie sehr noble Sachen hier eigentlich hast du hier am Start. Muss man mal gerade sagen, ein bisschen zu sauber für hier die Gegend, aber was soll's. Das waren also die Idioten, die die Welt zerstört haben. Gut gemacht. Wirklich gut gemacht. Wie meinst du jetzt da eigentlich gerade? War da irgendwas? Ach ja, die Bilder an der Wand. Ja, genau. Wobei, das waren, ich glaube, die sind nicht mehr auf Pferden geritten. Die Idioten, die Welt zerstört haben, haben sich nicht mehr auf dem Pferd sich vorwärts bewegt. Das wäre ein bisschen albern gewesen. Kavallerie und Atombomben. Ja, ich glaube, wir können uns unterhalten jetzt, Kollege. Da ist sie also. Kontakt, Sie müssen jetzt sterben, Mensch. Es ist Zeit für Schrotgewehre. Ach, ich bin gerade so da. Bestätigt. Platz da, ihr Haufen. Sister Kellogg, so unterhalte ich mich. So unterhalte ich mich doch gerne. Das war eine gute Unterhaltung. Gut, dass wir darüber gesprochen haben, würde ich mal sagen. Lass es mich wissen, wenn du Munition findest. Ist alles voll. Es liegt alles voll. Gut. Erst mal ein Terminalschlüssel, dann irgendwas von seinem Hirn. So viel Technologie. Du warst ja kaum noch ein Mensch. More machine than man. Die Knarre... Die Knarre, die den Mann von ihr erschossen hat. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob das so eine gute Idee ist, mitzunehmen. Auf der anderen Seite darum, warum nicht? Größere Löcher schießen und so weiter und so weiter. Kinetische Schmerzunterdrückung. Oh. Kybernetische Gliedmaßen. Whatever. Zeug halt. Und sein Outfit. Weißt du was? Ich lasse hier nichts liegen von dir. Ich lasse hier absolut nichts von dir liegen. Und den Rest hier nehme ich auch noch alles mit. So. Ist alles mal... Oh. Die Explosion hat fast einen Comic hier. Ja. Abhanden kommen lassen. Gut. Und da sehe ich schon was anderes wuchern. Eine Kiste zu mitnehmen. Raider-Rüstung? Wieso hat der Raider-Rüstung immer noch hier? Improvisierte... Nee, egal. Pistole, irgendwas. Und du... das ist kaputt. Also egal. Du wirst schon feststellen irgendwann, Kate. Du wirst schon irgendwann feststellen, was das ist. War doch was, oder? Nein, das ist einfach nur Müll. Okay, oh. Schalter. Geht dir jetzt was an oder geht da was? Oh. Ich bin mir jetzt halt nicht sicher, ob ich was an oder ausgeschalten habe. Es sieht ja nach aus wie aus, anstatt an, aber was soll's. Komme ich hier wenigstens raus? Oder habe ich jetzt gerade alles ausgeschaltet hier im Betrieb hier und ich komme nicht mehr raus hier? Mensch! Warte, stimmt. Es muss irgendein Terminal sein. Es muss irgendwo ein Rechner hier am Laufen sein. Oh, das ist ein Rechner? Naja, scheinbar schon, ne? Zukunftskontrollanzeigen. Aha, Zugriff. Lokal, Login, Kellogg. Anmerkung, haben den Jungen namens Sean erfolgreich am Institut abgeliefert. Aha, Bezahlung erhalten. Habe neue Befehle erhalten, sollen Deserteur aufspüren. Verstärkung ist versammelt, vor Tagen gesäubert und gesichert, brechen bald auf.
das hört sich jetzt aber trotzdem komisch an. Verstärkung ist versagt. Na, das ist klar, aber Deserteur aufspüren? Ha, Deserteure. Wichtige Information trotzdem. Genau, machen wir die Türen auf. Jetzt komme ich wenigstens hier raus. Oh, hier lag noch ein bisschen Crap rum. Den Crap wollen wir natürlich noch mitnehmen. Sonst habe ich, glaube ich, nicht mehr. Nee, der Rest sieht ziemlich kaputt aus. Lass uns gehen, Kate. Ich glaube, wir haben alles gesehen, was wir sehen wollten und haben getan, was wir tun wollten. Oh ja. Lass uns einfach abhauen. Oh, wait. Lag da jemand gerade noch neben der Ecke? Oder war das ein Skelett nur? Oh, Skelett. Ich dachte, das wäre so ein mechanischer Fred, den ich hätte ausschlachten noch können, aber nein. Feuerzeug. Na gut, Feuerzeug besser auf nichts. Wenigstens auf dem Weg nach draußen nichts mehr noch versperrt. Das wäre so ein bisschen. Oh. Das ist mir noch nie aufgefallen, ob ich die aufmachen konnte. Wow, gut zu wissen. Nach oben. Jetzt war ich ein bisschen fies und habe extra nicht auf Kate gewartet, oder? Ein bisschen war ich fies. Nur ein bisschen. Aber es nimmt eh ständig einen anderen Weg, deswegen habe ich mir gedacht, komm. Muss er halt gleich den nächsten Fahrstuhl eben nach hier oben nehmen. Zugang zum Dach. Jawohl, Zugang zum Dach. So muss es sein. Sicherheitseinstellung. Ich glaube, die Türme habe ich draußen alle zerstört. So. Tür öffnen. Mensch, manchmal bin ich aber auch wirklich blind. Manchmal bin ich nur blind. Ha, endlich raus hier. Sieht recht besser aus. Oh. Menschen des Commonwealth. Bleibt ruhig. Wir kommen in friedlicher Absicht. Das sagen sie so einfach. Wir sind die sterbende Bruderschaft. Yeah. Ein riesengroßer... Heilige Scheiße. Was zur Hölle ist das? Da sagst du was, Kate. Da sagst du was. Das ist ein riesengroßer fliegender Dildo, würde ich sagen. Also entweder wird man sehr viel Spaß mit dem Ding haben, oder es wird wahnsinnig schmerzhaft.